willkommen zu einem neuen Vlog. Ich bin gerade so wehgetan in meinem Nagel. Willkommen zu einem Umzugsvlog. Ich muss die Wohnung ein bisschen am Trab bringen, weil ich werde bald ausziehen. Ich kann euch morgen die Wohnung jetzt zeigen. Da ist jetzt nämlich der Großteil fertig. Ich glaube, das wird euch interessieren. Aber ich werde euch auch hier jetzt mitnehmen, wie ich putzen werde und meinen Kleiderschrank ausmisten werde, weil ich möchte alles, was ich nicht will, teilweise spenden oder verkaufen. Mal schauen. Aber ich habe ein paar Pakete jetzt bekommen. Ich wollte die mit euch aufmachen. First, das habe ich schon aufgemacht, von L'Oreal. Ich habe ja damals einen Werbespot mitgemacht. Ich bin wohl anscheinend auf der PA-Liste gelandet. Und ich habe mich so gefreut. Die neue Haircare-Reihe bekommen. Hyaluron Haircare-Reihe. Und zwar habe ich bekommen das Feuchtigkeitsshampoo, das Feuchtigkeitsserum, Spülung und Maske. Alles together. Und, oh mein Gott, ihr habt im Blog noch gar nicht meine neuen Haare gesehen. Ich habe die jetzt wirklich nicht gekämmt oder so. Aber ich habe meine Haare abgetönt, das Blond höher gezogen. Also das Balayage fängt sehr hoch an. Und sie sind um einiges kürzer. Und ich bin sehr happy damit, um ehrlich zu sein, weil das hat mir gar nicht mehr gefallen, wie die vorher waren. Und was mich am meisten gefreut hat an diesem PA-Package, ist mein Kissen aus Seide. Und da sind meine Initialen drauf gegraviert. Ja. Very happy about that. Danke, L'Oreal. Dann habe ich selbst bei House of TV bestellt. Und es tut mir übrigens leid für diese Geräusche im Hintergrund. Das ist meine Waschmaschine. Ich hatte mir bei House of TV ein Kleid bestellt, was ich schon sehr lange haben wollte. So sieht es aus. Ich muss mal schauen, wie ich das anziehe. Und das sieht sehr eng aus. Und nicht stretchy. Naja, mal schauen. Und dann habe ich noch ein letztes Paket von Lelyn bekommen. Ich arbeite ja mit Lelyn zusammen. Oh ja, nice. Ein schwarzes Top. Ich liebe die Lelyn Basics. Also schaut auf jeden Fall bei mir auf Instagram vorbei. Ich habe da immer richtig gute Codes für die Brand. Oh, und ich glaube, das ist der Nola Sweater. Ja, den liebe ich auch. Dankeschön, Lelyn. Und jetzt muss ich dieses Chaos hier aufräumen. Ich bin gerade am Aufräumen und mein Roborock ist gerade am Staubsaugen. Ist echt praktisch. Aber ja, ich räume jetzt hier mal auf und mache die Wohnung ein bisschen klatschig. Ich wollte euch nur mal kurz was zum Roborock S7 Max B erzählen. Also ich habe den mit der passenden Station. Ihr könnt den auch ohne Station kaufen, aber ich finde das richtig, richtig praktisch, weil der sich selbst sauber macht, wenn der fertig ist. Also der Staub kommt hier rein und es ist sehr praktisch und ich finde, das sieht auch irgendwie voll stylisch aus. Keine Ahnung, mich stört es gar nicht. Ich finde, das passt einfach perfekt in die Wohnung und ich freue mich schon, wenn ich in der neuen Wohnung den auch schon hin tun kann. Aber jetzt, wo ich gerade umziehe, also ich habe die Wohnung jetzt noch einen Monat, ja, brauche ich, währenddem ich Sachen aufräume, Sachen einpacke, habe ich keine Lust gleichzeitig zu staubsaugen und zu wischen, weil das ist ein Staubwischroboter. Das ist wirklich mega, mega praktisch, weil ich hasse Wischen. Ich mache das wirklich viel zu selten und da ist der Roborock wirklich perfekt für. Was ich auch nie gedacht hätte, wie gut er in meiner Wohnung hier fährt. Also ich habe eine relativ kleine Wohnung mit sehr viel Zeug, mit sehr vielen Sachen, die rumliegen. Ich habe Teppiche und so weiter. Und beim Roborock ist es halt so, dass der wirklich alles auf der App erkennt. Also er ist wirklich ein richtig intelligentes Teil. Er saugt sogar meine Teppiche und das Tolle ist, bei den Teppichen zum Beispiel, wenn ihr die Wischfunktion anhabt, dann sieht er, wo die Teppiche sind und hebt dann den Wischer auf und saugt dann nur an der Stelle, was ich auch richtig praktisch finde. Das heißt, man muss wirklich nicht auf den Roborock aufpassen. Man kann halt einfach irgendwas machen. Man muss nicht mal zu Hause sein. Der kann auch automatisch anfangen zu fahren. Das ist einfach richtig praktisch und erleichtert einem total den Alltag. Es ist einfach ein so toller Luxus. Er ist sogar über diese Fransen, also er hat es geschafft, diese Fransen zum Fahren, wo ich mir eigentlich da denken würde, okay, das ist jetzt ein Problem für einen Roboter, aber null, der hat das perfekt erkannt und einfach mein Badezimmer perfekt gewischt. Und mein Ort, mein wirklich der Ort, wo immer am meisten Dreck liegt, ist unter meinem Bett, weil ich da nie überall dran komme und der Roborock, der schafft es sogar unter mein Bett.
Also der erkennt das alles, weil der relativ flach ist. Das heißt, er kommt eigentlich ziemlich überall hin. Sehr praktisch ist. Und wenn ihr den Roborock das erste Mal benutzt, dann zeichnet er so eine Karte von eurem Apartment. Und ich finde das richtig praktisch, weil der erkennt auch, welche Möbel da sind. Oder so zum Beispiel, dass Schuhe da liegen. Also da sind so Schuhe gezeichnet. Ja, ihr könnt dann natürlich auch einfach nur eine Zone aussuchen, die er soll sauber machen. Keine Ahnung, ich kann jetzt Badezimmer machen. Und dann einfach zack, clean. Starting Zone Cleaner. Genau, und es gibt halt total viele Features. Der ist super mächtig, also der hat eine total krasse Saugkraft. Bye bye. Der hat eine total krasse Saugkraft und der Roborock hat einfach super, super viele Vorteile. Ich setze euch mal in die Infobox weitere Informationen und Links und kann euch den wirklich empfehlen. Ich bin echt begeistert. Ich dachte nicht, dass die so einfach zu handeln sind und so effizient sind. Good morning. Gestern ist gar nichts Spannendes mehr passiert. Es war nur kurz eine Freundin bei mir zu Hause. Es geht wieder alles schief, was Internet und Administration und so angeht. In Frankreich ist es wirklich... Oh. Aber ich gehe jetzt in meine neue Wohnung und ich mache euch eine leere Roomtour und ich freue mich. Übrigens zeige ich euch noch schnell mein Outfit. Ist die Strickjacke mega alt von H&M tatsächlich und das Kleid ist aktuell von H&M. Ich finde das sehr schön, kann man auch mit einem Gürtel tragen und muss man nicht bügeln. Koffer is freaking holding on to dear life. Also, der ist kurz vorm Platzen. Hello! Meine Kamera ist gerade nicht aufgeladen, aber ich wollte noch ein Part für dieses Video drehen. Ich mache mich gerade fertig für mein Praktikum. Tatsächlich heute mein erster Praktikumstag in einer Anwaltskanzlei. Ist es die gleiche, wo ich auch schon letztes Jahr war, weil ich da so happy war und dann war ich richtig froh, als sie gesagt haben, dass sie mich nochmal nehmen würden. Ich wollte euch ein kleines Live-Update geben, damit dieses Video auch ein bisschen länger wird und ihr ein bisschen versteht, was passiert. Ja, wie gesagt, ich habe meine andere Wohnung gekündigt. Ich muss Ende des Monats raus sein. Meine neue Wohnung ist, wie ihr seht, da, wo sie gerade ist. Das Bett ist nur jetzt aufgebaut worden, aber mehr ist eigentlich nichts passiert. Also wir machen Schränke und Küche. Und Badezimmer mit einem Schreiner fertig und der wird wahrscheinlich voraussichtlich, wenn alles klappt, Ende Juli alles machen. Das heißt, bis jetzt werde ich eine leere Wohnung haben mit Stühlen und einem Bett. Ich muss ehrlich sagen, und ich weiß, dass ich irgendwie gefühlt in jedem Video sage, dass ich eine Down-Phase habe, aber für mich ist mittlerweile, habe ich das Gefühl, dass ich wirklich so ein Doppelleben führe. Also ich habe halt so Paris, und dann Luxemburg, wo ich ein Leben habe. Und dann habe ich Social Media, aber auch mein Studium. Und dieses Jahr mit Corona einfach wieder back ins normale Leben zu kommen, ist halt wirklich anders. Ich war viel sozialer, ich habe viele neue Leute kennengelernt, ich habe neue Freunde gefunden. Ich habe das Gefühl, dass ich mir wirklich ein Leben in Paris aufgebaut habe. Und ich muss sagen, jetzt nachdem die Uni halt fertig war, bin ich wieder in so eine Down-Spirale gefahren, weil ich im Zug nach Luxemburg gekommen bin und ich eben nicht mehr so viel zu tun hatte. Und wenn ich nicht gestresst bin, dann bin ich auch irgendwie nicht motiviert, obwohl ich zum Beispiel mega viel Zeit für Social Media hatte. Aber whatever. Ja, deswegen kam halt wieder mal nicht so viel von mir. Aber ich entschuldige mich nicht mehr dafür, weil ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich bin unregelmäßiger als regelmäßig mit Social Media Postings. Ich habe auch jetzt eine Instagram-Pause eingelegt gehabt. Scheiße, ich habe Foundation auf meine schwarze Anzugshose. Ja, sonst was kann ich euch noch erzählen. Ich habe tatsächlich meinen Bachelor. Also Jura in Frankreich ist auf Bachelor-Master-Basis und ich habe tatsächlich meinen Bachelor und ich kann ziemlich wahrscheinlich in Paris bleiben. Ich wurde nämlich an mehreren Unis in Paris angenommen
für meinen Master. Und es freut mich sehr, weil ich habe das schon mehrmals angeschnitten, aber es ist halt so, dass man hier, dass man in Frankreich nicht mehr das Recht hat, wenn man einen Bachelor in einer Uni gemacht hat, dass man automatisch eben dann in der gleichen Uni weiter studieren darf, weil halt sehr viele Menschen oder sehr viele Leute genau das gleiche weiter studieren wollen und so viele Plätze haben die nicht. Deswegen geht das alles auf Noten und wie gut du abgeschnitten hast, welche Fächer du genommen hast, wie schwierig die Fächer waren, auf welcher Uni du warst. Und ich hatte halt schon den Vorteil, dass ich in Paris eigentlich auf der besten oder einer der besten Jura-Unis in ganz Frankreich war. Also ich war auf der Sorbonne. Und international ist die halt schon als beste Jura-Uni in Frankreich angesehen. Wie gesagt, ich musste halt mich für den Master und so weiter anmelden. Ich hatte halt mega Angst, dass ich nicht in Paris bleiben kann, weil Paris ist halt die Stadt, wo es halt am schwersten ist, angenommen zu werden. Ja, ich wurde aber angenommen. Ich bin sehr happy darüber. Also ich muss sagen, ich habe das zweite Semester halt wirklich, wurde zwar nicht geschaut, aber ich bin sehr, sehr happy mit meinem zweiten Semester. Ich habe sehr gute Noten gehabt im Vergleich zum ersten Semester, wo es wirklich so ein Auf und Ab war, weil meine Profs da irgendwie strenger waren. I don't know. Ja, also ich habe so 1,5 Punkte Unterschied in meinem Schnitt. Also ich bin von so 13,3 auf 14,3, also von 20. Für welche Uni ich mich schlussendlich entscheide und was genau ich studiere, werde ich euch erzählen, wenn ich es selbst genau weiß, weil meine Uni, die Sorbonne, hat noch gar keine Resultate gegeben. Also für die Masters. Und es ist halt so krass, weil es melden sich für 20 Plätze so 800 Leute an. Also das ist wirklich crazy. Aber ja, ich gebe euch Bescheid. Ich habe mich selbst noch nicht final entschieden, weil ich warte noch auf die Antworten der Sorbonne. Das ist halt echt eine krasse Entscheidung. Und würde ich da bleiben, ich kenne die Profs, ich kenne, wie die Uni läuft und so weiter. Oder will ich mal was Neues? I don't know. Aber ja, das war mein Update und mein kleines Umzugsvideo. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich bin sehr happy, dass meine Reise in Paris weitergeht und dass ich euch weiterhin mitnehmen kann. Und ich bin euch so dankbar, dass ihr mich weiterhin so unterstützt und für alle eure lieben Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao.